Hey Leute, was geht? Hier ist Timmy und Freunde, iCrimex hat mich eingeladen zu sich nach Hause, ey. Der meinte irgendwie, dass wir zu ihm nach Hause gehen sollen und mal ein bisschen Fortnite mit seinem kleinen Bruder spielen. Yippie! Boah, das werden wir machen. Das wird auf jeden Fall richtig spaßig heute. Ich glaube, die Folge wird richtig cool. Let's go! Boah, wo geht's denn hier runter? Boah, das ist so mal hier steil. Ey, hier geht's so runter, ey. Das ist so cool. Wow, 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 wow. Aufpassen. Hallo? Wer ist das denn? Warte mal. Hallo? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Das ist das Haus von iCrimex, hä? Hallo? Ja, ich bin der Hausmeister hier. Sie sind der Hausmeister. Ja, aber was haben Sie da gerade gemacht? Hä? Was ich mache hier alles heil, das verstehst du nicht, kleiner Timmy. Oh, wow, warte mal, wer ist das denn? Wo ist denn überhaupt Max? Hä? Ist er gar nicht da? Hallo. Das ist doch nicht Max, hä? Hallo? Wer sind Sie? Hallo, ich bin der neue Nachbar. Ich wollte mich mal vorstellen. Hi. Ja, und deswegen kommen Sie einfach hier rein, oder wie? Den Max kenne ich ja schon, aber Sie anscheinend nicht. Nee, ich bin sein Cousin. Aber wieso? Ah, hallo. Sie sind anscheinend dann Timo, ne? Nein, ich bin Timmy. Aber Timmy, Mensch, stimmt ja. Und Sie haben voll das coole Auto, ey, das ist aus Gold und so richtig cool, ey. Wie haben Sie das denn bekommen? Das habe ich mir vor 2 Tagen gekauft. Hey, was macht denn der Hausmeister bei meinem Auto da? Hey, was machen Sie da? Nö, gar nichts. Was hast du gemacht? Was hast du da gemacht an meinem Auto? Gar nicht, ich arbeite. Lass mich in Ruhe, Timmy. Das ist also komisch. Ich frag mal, ob Max Timo? Was? Timmy heißt das, nicht Timo. Timmy, was ist denn? Es tut mir leid. Warum fährst du denn so ein Schmalspurauto, wenn du... Das ist kein Schmalspurauto, das ist mein Lieblingsauto. Und jeder, der das nicht Tina. Mag, ja, was... Also jetzt, was ist los? Ich bin Timmy und nicht Tina oder Timo. Ach, Entschuldigung. Ja, was ist? Was meintest du? Nee, dann nicht. Hä? Nee, ihr sagt mal jetzt, bekomm bitte... Warte, der geht einfach rein. Hey, Timo, willst du mal mein Auto fahren? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zu Max Fortnite spielen mit seinem kleinen Bruder, aber irgendwie ist er nicht da, oder? Ach, Timo, mit dir ist da nichts anzufangen. Wieso denn jetzt? Wieso dein... Hast du ja, Stimmungsschwankungen? Ja, Timo, du nervst mich. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, lass doch dahin. Ja, einfach... Hä? Nein, ich möchte dazu nichts sagen, dann nachher heute wieder rum. Du bist so nicht zu gebrauchen, ganz Freunde, einfach. Wieso ist denn der jetzt so? Max, dein Nachbar ist richtig mad auf mich, oha. Aus dem Weg, Schmalspur. Das tut mir richtig weh, ey. Der behandelt einen gar nicht gut, Mann. Hier, Timo. Komm mal her. Was ist denn? Wieso filmst du mich? Ist iCrimex peinlicher Bruder, das ist ja voll gemein, was der macht, Mann. Ey, das kann mir nicht jemand helfen oder so? Ey, wenn der das online stellt, ich werd richtig sauer. Ey, bleib mal stehen, Junge. Wieso tust du denn mich filmen, ey? Ich wünschte, ich hätte eine Möglichkeit, wie ich mehr Geld haben kann, Mann. Das gibt's doch nicht. Timo. Ey. Hey Junge, ich heiße Timmy und nicht Timo oder wie sonst. Ja, Tina. Timo, Timmy, Tina, Max hatte das ist was gleiche. Für dich noch. Komm mal mit. Max hatte was für dich. Ich habe genau das Richtige. Ja. Okay. Das hier im Schuppen nämlich, das haben wir gefunden. Hier vom Vorbesitzer haben wir ausgebuddelt. So ein Brunnen drin, richtig tief, hat übel geleuchtet und so voll Qualm gemacht. Wirklich? So Blitze und so. Ja. Oha, was ist das denn? Hier, so ein Stift, ich hab reingeguckt. Oha, warte mal. Ja, ich den kenne. Ich hatte auch mal so einen Stift, aber habe ich ihn verloren. Aber jetzt habe ich ihn wieder. Cool, oha. Alles, was du zeichnest, Tina, das wird alles echt. Timmy, nicht Tina. Ey, das gibt's nicht. Ihr seid alle gemein, Mann. Ich werde mir jetzt ein viel besseres Auto zeichnen. Und dann werde ich euch zeigen, dass Timmy eigentlich richtig reich ist. Hehe, let's go. Oh, Freunde, wir kennen diesen Stift. Ey, der ist richtig cool. Okay, jetzt können wir uns wieder irgendwas zeichnen. Aber ich hoffe, dass da nicht irgendwie wieder sowas rauskommt. Hier hat der bestimmt die anderen Folgen gesehen. Das sah auf jeden Fall gar nicht gut, ey. Aber ich werde es noch jetzt machen. Okay, wir werden mal ein Auto zeichnen. Zack, zack. Hier werden wir ein paar Felgen reinmachen. Hier auch. Boah, das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Naja, eigentlich nicht, aber ich will mir auf jeden Fall einen super krassen Sportwagen machen. Das heißt, wir brauchen so ein Auto. Also irgendwie sehen unsere Autos immer gleich aus. Ich glaube, wir können echt nur irgendwie immer dieselben Autos zeichnen. Aber diesmal mache ich noch auf jeden Fall Licht rein. Das wird irgend so ein super Auto sein, was auch so, ja, so rote Fähigkeiten hat. Also das hat auf jeden Fall Fähigkeiten, das Auto. So Schüsse, so, und das kostet 1 Million. Ich schreibe dahin 1 Million. Yippie, das sind 1000, 10.000. 1 Million, Freunde. Let's go und speichern. Wow, Freunde, habt ihr das gesehen? Oha, was ist denn? Wow, das, ey, der Stift ist richtig cool. Denn, Tina? Wow. Timmy, nicht Tina, aber kann ich da auch einsteigen? Ey, das ist richtig cool, Mann. Was ist denn das für ein Auto, hä? Max wollte mir den Stift geben.
geben, oder wie? Oh nein, der Nachbar kommt Leute, wieder. Nein, nicht schon wieder der Nachbar. Hallo der Nachbar. Ah, anscheinend ist Max schon wieder da. Nein. In so einem grünen Auto. Das ist mein Auto. Oh, das schießt sogar. Ey, Tina, der schießt ja total krass. Steig da ein. Herr Nachbar, das ist mein Auto. Was sagen Sie dazu? Ja, natürlich. Das ist Max sein Auto. Sie das? Ich kann sogar einsteigen. Hier, Moment. Ja, du warst ja gerade nicht so nett zu mir, ne? Gerade warst du ja nicht so nett zu mir. Pass mal auf, ey. Boom, Junge! Hey, was ist denn? Upsi, ich glaub, dein Auto, dem geht's gar nicht mehr gut. Ey, nein! Ja, du bist doch Hausmeister, du kriegst das doch easy hin, oder? Ich bin Hausmeister, du hast Hausverbot, Timmy. Tina, runter mit dir. Du kannst mir nicht Hausverbot geben, ich bin Max, dein Cousin. Ja, ich mein, Tua macht immer hier diesen Grill kaputt und da sagst du auch nie was. Nee, der Wagen gehört jetzt auch erstmal Max, also wirklich. Wie der Wagen? Nein, ich brauch doch ein Auto. Naja, ich habe ja zum Glück den Stift, ey. Wo ist denn jetzt der Nachbar hin? Ist der weg? Oh, ich glaube, der hat sich in die Hosen gemacht, so vor dem Knall, ey. Also sein Auto ist nicht mehr da. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Ich sag ehrlich, ey, der tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Naja, ich werde mal schauen, wo mein Auto bleibt. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich einfach mein Auto mitnehme. Ey, was soll denn das? Der Hausmeister, komm her, Junge. Was? Hast du mein Auto hingetan? Das ist mir egal, Tina. Du kriegst das nicht wieder. Wenn du mich noch einmal Tina nennst, dann gibt's richtig Ärger. Hörst du mir zu? Du, ich bin Timmy. Du hast lila, pinke Spaghetti-Haare. Lass mich in Ruhe, Tina. Ey, Max, dein Hausmeister ist richtig komisch, ey. Ich weiß gar nicht, dass er überhaupt einen Hausmeister hatte, hä? Voll komisch. Oh, Mann, Freund, ich glaube, das reicht jetzt hier. Ich werde wieder gehen, ey. Das Powerberger ist auch nicht da, ey. Und Max, hört ihr das? Hey, hier sind Sirenen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir gehen sollten, Freunde. Stehen bleiben. Was ist denn los? Ja, oh nein. Nein, nicht die Cops, ey, das kann doch nicht sein. Ja, hier ist Timmy, hallo, ich mach die Hände hoch, was wollen Sie? Hände hoch. Ja, hier, hallo. Stehen bleiben. Ja, ich mach gar nichts, hallo, hier, ich hab die Hände oben. Wir haben eine Explosion da oben gesehen. Ja, da war so ein Komet, der ist eingeschlagen. Nein, sie sind festgenommen, Timmy, uns reicht. Freunde, wir müssen schnell den Stift schnell nutzen, schnell. Kann ich noch kurz einen Anruf machen, bitte, ganz wichtig. Ein letzter Anruf, dann geht's rein. Für immer. Ewig. Was ist los mit der Polizei? Ja, ich werde kurz Stift rausholen. Ich meine mein Handy. Let's go. Okay, Freunde, schnell. Ich glaube, die haben das nicht gecheckt, dass ich vor dem Handy einen Stift habe. Wir müssen schnell was zeichnen. Okay, oh mein Gott, ich habe die Idee. Ein Jetpack, Freunde. Oh, okay, das ist so. Dann machen wir hier noch einen Flügel hin. Oh, wir müssen aufpassen, müssen uns beeilen. Ich glaube, die Cops, die warten gar nicht mehr lang. Oh. Und das ist hier das Jetpack. Boah, das sieht richtig cool aus, Freunde. Was sagt ihr zu dem Jetpack? Das könnte auf jeden Fall echt ein cooles Jetpack. Anruf vorbei. Und speichern, schnell. Wow, Freunde, guck mal. Oh, wir hauen ab. Wow. Oh, wir sind aufs Dach gekommen, Freunde. Wir haben es nicht gecheckt, ey. Oh mein Gott, habt ihr gesehen? Wir haben einfach ein Jetpack uns gemalt. Haben wir das noch? Ich weiß nicht. Oh, wo sind die Cops hin? An alle Einheiten. Am Strand. Flüchtiger. Mit Jetpack unterwegs. Boah, die fliehen. Freunde, seht ihr das? Die hauen wieder ab. Wir sind noch auf dem Dach und die checken das nicht. Oh, okay, es wird Zeit, dass wir das Jetpack nochmal rauspacken. Strand Let's go. Wow, okay, wir sind ja auf jeden Fall sicher, aber wir müssen trotzdem weg hier. Das ist gar nicht gut. Let's go. Wow, Freunde, das ist super krass. Oh mein Gott, das Jetpack ist super cool. Da unten ist die Polizei. Seht ihr das? Oh, die haben keine Chance gegen uns. Oha, die sind sogar mit dem Boot unterwegs. Ey, oha, die meinen es, glaube ich, richtig ernst. Ey, okay, wir müssen weg. Ich meine, klar, Max Haus ist immer gut sicher. Deswegen los, weg hier. Wow. Boah, Freunde, habt ihr die Landung gesehen? Oh mein Gott, ich bin hier perfekt bei Tour ins Tempel gelandet. Ey, richtig gut. Boah, ich werde mal Tour an das zeigen, dass ich so einen coolen Stift habe. Vielleicht wird er mir ein bisschen Geld dafür geben. Warte, ich werde mal klingeln. So, hallo, ist hier jemand? Tuan? Zugriff verweigert. Hä? Zugriff verweigert? Warum? Ich bin Timmy, hä? Magst du Timmy nicht mehr? Hallo, ich bin Timmy, hallo. Abwehrsystem. Oh mein Gott, nein. Das ist gar nicht gut. Wir müssen hier weg. Wir müssen schnell was zeichnen, dass wir hier wegkommen. Schnell. Oh mein Gott, schnell, wir müssen beeilen, Freunde. Dieses Absicherungssystem von Touren ist richtig gut und richtig schnell, Freunde. Okay, wir müssen uns ein richtig geschütztes Panzerauto holen. Ja, wir machen ein Auto, was richtig sicher ist. Wow, okay. Die Raketen starten in 10 Sekunden. Oh, okay. 10 Sekunden, schnell. Wir müssen noch hier das machen. Schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zack. Und speichern, schnell. Let's go, Freunde. Wow, Freunde, guck mal, was das für ein Riesenauto ist. Oh mein Gott, wir müssen schnell einsteigen. Oh mein Gott, das ist richtig knapp, Freunde. Weg hier. Touren mit Touren ist nicht zu spaßen, Freunde. Was ist das denn bitte für ein Auto? Oha, man kann hier sogar... das ist echt ein gepanzertes Auto, wie ich es mir gewünscht habe. Cool, Freunde. Oh mein Gott, ich hoffe, Touren ist nicht sauer, dass hier auf einmal sein Alarmsystem angegangen ist. Aber mal schauen. Ich hoffe, er wird gut auf mich
mich zu sprechen sein. Und ihr wisst ja, Thuan, der war gar nicht gut auf mich zu sprechen. Ich glaube, der hat immer war ein bisschen misstrauisch gegenüber, aber ist nicht schlimm. Ich meine, wir sind ja gar nicht böse. Wir machen ja nur Gutes in Los Santos, ey. Oh, Freunde, ey, das ist echt schwierig, das Auto zu fahren. Ich werde mir jetzt einfach einen Burger zeichnen. Ich will schauen, ob das funktioniert, ey. Meint ihr, das geht, dass wir uns auch so Essen zeichnen können? Dann haben wir nie wieder Hunger, ey. Das wäre richtig cool. So, ich hätte da mal einen Stift drauf. So, wer sind Sie denn? Ich kenne Sie, hey! Ja, guten Tag. Vom Lotto! Hey, Sie sind doch der Lotto-Mann! Du sag mal, du bist ja Timmy, oder? Ja, ich bin Timmy, klar. Und du warum? Hast, ich habe gehört, das erzählt man sich ja auf der Straße, du hast da so einen Stift. Ja, einen normalen Kugelschreiber, der kann aber nur schreiben, warum? Ja, schön. Du, ich hätte da ein Geschenk für dich. Komm noch mal zu mir in die Lagerhalle hier rein. Okay, dann muss ich mir ein neues Auto holen. Ich komme zu ihm. Bis gleich. Tschüss. Okay, schicken bis Sie gleich mir die Koordinaten. Freunde, kennt ihr noch diesen einen Typen vom Lotto? Der war eigentlich der meint ja auch von der Goldschule, dass er mich noch abgezogen hat. Also, der wird mir safe kein Geschenk geben. Ey, ich muss mich ausrüsten, Freunde. Ich werde mich auf jeden Fall ausrüsten und schon mal vorbereiten. Weil ich weiß, dieser Mann, der hat irgendwas im Schilde. Ich sag euch ehrlich, ey. Oh, Freunde, ich habe eine richtig coole Idee. Und zwar werde ich einfach. Ey, kennt ihr noch Goldsachen? Ja, ich werde alles zu Gold machen. Und zwar werde ich mir sowas machen, so, und dann werde ich mir so einen Lauf machen und dann ist das hier und das hat natürlich noch ein Visier, so. Meint ihr, man sieht das oder kann das erkennen, was das ist? Also ich kann es eigentlich nicht erkennen, aber ja, doch, man kann es ein bisschen erkennen. Und das müssen wir jetzt nur noch Gold machen. Da habe ich nämlich ein Goldwerkzeug und kann alles zu Gold machen. Oh, wow, das sieht richtig cool aus, Freunde. Und speichern, zack. Oh mein Gott, guck mal, Freunde, das ist hier unser Werkzeug und damit können wir anscheinend alles zu Gold machen. Aber das werde ich erst ausprobieren, wenn ich bei diesen alten Mann bin. Let's go, Freunde. Hä, Freunde, die Minimap sagt, dass ich hier richtig bin, bei so einer komischen Fabrik hier. Oh, zum Glück haben wir noch das Auto, das richtig gut gepanzert ist, ey. Und hier soll ich jetzt reinfahren einfach? Das ist mir ein bisschen zu creepy, was dieser Mann hier macht. Okay, aber wir haben unsere Fähigkeit. Das ist gut, Freunde. Let's go. Freunde, wo sind wir hier? Das ist voll verlassen, der Ort. Ich bin hier oben. Das halt ja voll. Hallo, Herr. Ach, da sind wir ja. Ja, sehr gut. Und wo ist jetzt mein Geschenk? Ja, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das. Okay, nein, das ist gar nicht gut hier drin. Mir gefällt es hier nicht. Hier rechts ist einmal meine Tochter, wenn Sie sehen möchten. Nee, die will ich gar nicht sehen. Ich glaube Ihnen das gar nicht. Was wollen Sie denn von mir? Okay, du hast diesen Stift, ja? Ja, und ich wollte mir ein Geschenk. Gibst du mir jetzt her, Junge, her? Warum? Nein, ne, ich habe nichts gemacht. Ich schlag bitte. Nein, Freunde, wir müssen, wir haben noch das Werkzeug. Ja, genau, nimm die, ich hab die nicht ausgewählt, nein. Nimm die Hände hoch, Ich will jetzt seinen Namen hören. Wie heißt du, Junge? Ist das die Goldwaffe? Ja, vielleicht. Und jetzt? Ich kann dich zu Gold machen, wenn du willst. Also sei besser leise. Nicht. Ja, besser ist es. So, du lässt mich jetzt in Ruhe. Du machst nie wieder irgendwas. Hörst du mir zu? Du lässt mich in Ruhe. Und meine YouTube-Freunde lässt... Was hast du gesagt? Ich bin nur ein Rentner. Du, ist mir egal. Du lässt meine YouTube-Freunde auch in Ruhe. Lauf die Acrymix, Stunny, Armee, lässt du alle in Ruhe. Hast du verstanden? Ja, klar. Ja, besser ist es, Mann. Aber ich werde trotzdem dafür sorgen, dass du nie wieder Unsinn machst. Kapiert? Was? Bitte, ich bin nur ein Rentner. Du kannst nicht auf mich schießen. Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir ihn zu Gold machen oder nicht? Irgendwie tut er mir ja schon leid. Ich habe eine Ehefrau und einen Hund. Bitte schießen Sie mich nicht ab. Okay, na gut, dann halt nicht. Aber weißt du was? Ich mach was für dich zu Gold und dann lässt du mich in Ruhe, ja? Ich hab dir dein Gold letztes Mal geklaut. Jetzt reicht's mir, ey. Guck mal, der Stuhl ist jetzt weg. So, hier ist auch alles weg. Das verschwindet jetzt. So, und wenn ich will, kann ich das zu Gold machen. Checkst du das? Ich verstehe das. Ich hab dir dein Gold geklaut und deine Haare sehen besteuert aus. Jetzt reicht's mir, ey. Ich werde den zu Gold machen. Ist mir egal. So, das war's für dich, Junge. 3, 2, 1. Du bist weg, ey. Weg. Oha, guck mal, Freunde. Wow. Opa? Opa ist, glaub, nur noch Gold. Ist aber nicht schlimm, Freunde. Wir haben unsere Ruhe endlich, ey. Zum Glück, Mann. Wir haben einen Feind weniger in Los Santos. Zum Glück, ey. Der hätte bestimmt noch uns richtig wehgetan oder so. Endlich können wir jetzt uns Essen machen. Ich werde mal versuchen, mir jetzt Essen zu machen. Yippie. Hey, Freunde, was ein Tag. Ey, das war schon wieder richtig krank, Mann. Oh nein, die Polizei. Was wollen die denn? Officer, hallo? Was wollen Sie denn? Die stehen im absoluten Halteverbot. Ja, ich
will doch jetzt auch wegfahren, also das... Ja, nein, das wird einen Strafzettel geben. Ich will aber keinen Strafzettel. Nimm sofort die Hände hoch, habe ich gesagt. Los, nimm die Hände hoch. Wollen Polizisten abknallen? Ja, wegen einem Strafzettel. Ich werde Ihnen jetzt was zeigen. Wollen Sie das sehen? Und dann lassen Sie mich... Nein, ey, aufhört zu... hören Sie auf damit. Ja. So, ja. Sie hören auf damit. Und ich kann jetzt alles zu Gold machen. Glauben Sie mir das? Ist mir egal. Bitte machen Sie nichts. Schießen Sie nicht auf mich. Ja, ich werde Ihnen was... Sie können das Gold behalten und ich werde abhauen, okay? Ich brauche Verstärkung. Es reicht mir jetzt mit Ihnen, ey. Ja, okay, Entschuldigung. So. Ich werde das jetzt zu Gold machen, Freunde. Ich werde einfach hier diesen Pappkarton da hinten zu Gold machen. Ab geht's, Freunde. So, und du willst mir ein Ticket geben, ja? Hey, pass mal auf. Ich werde jetzt Folgendes machen. Zack, Junge. Zack, zack. Upsi. Ne, ich habe doch gesagt, dass hier Gold ist. Komm mal her. So, hast du gesehen? Da ist Gold. Das kannst du behalten. Ich hau jetzt ab, ey. Tschüss. Schönen Tag noch. So, Freunde. Ich brauche doch keine Verstärkung mehr. Falscher Alarm. Hey, so läuft das, danke, Freunde. Junger Mann. Kein Problem. Tschüss. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben es den richtig gezeigt, den Polizisten. Richtig gut, ey. Wow, Freunde, guck mal, hier ist doch dieses eine Autohaus. Was meint ihr, wenn wir einfach ein Auto zeichnen und das denen verkaufen? Noch ein bisschen Geld machen. Ja, das wäre richtig cool. Hallo. Hallo, Sir, sind Sie da? Ist das hallo. Ein Autohaus oder so? Was machen Sie denn hier? Mir gehört der Laden hier. Ja, kaufen Sie auch Autos an? Also, ich würde Ihnen ein Auto verkaufen. Oh, ja, super, gut, dann warten Sie mal kurz. Ich werde Ihnen was zeichnen. Was ist das denn? Oh, das ist der Mechaniker. Okay, stell den Schiff raus. Was geht? Hast du die Querlenker eingebaut oder was? Ich hab die so scheiße eingebaut, dass die auf jeden Fall nochmal kommen müssen, dass wir nochmal kassieren können. Jawohl. Oh mein Gott, wir müssen richtig schnell zeichnen. Gut, let's go. So, Freunde, wir sind immer noch in der Tuning-Werkstatt. Ich zeichne mir ganz schnell einfach ein Auto. Irgendeins. Zack, zack, zack. Das ist ja wirklich das schönste Auto, was ich jemals gezeichnet habe. Was ist denn das für ein komisches Auto, was ich hier zeichne? Bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Ich meine, eigentlich kommt ja immer was Gutes raus, oder? Was meint ihr? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Auto sein soll, aber wir testen es mal. 3, 2, 1, let's go. Hä? Wie? Das ist mein Timmy-Auto. Das soll ich jetzt... Oh mein Gott, hoffentlich sehen die das nicht. Ey, oh mein Gott. Hallo, ich wollte dir eigentlich ein Auto verkaufen, aber ich weiß auch nicht. Ich habe mir es anders überlegt. Ich glaube, ich gehe mal wieder. Tschüss. Was soll das denn sein für ein umgebauter Rasenmäher? Also für die würde ich 2 Euro geben. Okay, Freunde. Oh mein Gott, ey, das geht schon wieder los, ey. Ein Abflug, ja, du kannst das große Auto behalten. Schönen Tag warte noch. Warte mal. Was ist denn? Was willst du denn? Warte mal, du bist doch dieser Timmy, hä? Bleib mal stehen nochmal. Warum was? Ich fahr weg. Stift, den kannst du uns mal geben. Nein, Freunde, den Stift, den kriegt niemand. Ey, ich werde ihn jetzt einfach aufs Fenster werfen. Niemand kriegt den Stift. Das bringt einfach nur Unglück, Freunde. Okay, weg mit dem Stift. Zack, ey. Oh mein Gott, das war's mit dem Video, Freunde. Macht keine Dummheiten in Los Santos. Bis zum nächsten Video. Tschüss.